Hinter mir seht ihr den wunderbaren grünen Innenhof in der Richard-Sorge-Straße 74 im schönen Friedrichshain. Die Anwohner hier haben sich Anfang des Jahres bei uns gemeldet, weil sie im Innenhof komische Vermessungsarbeiten beobachtet haben. Und wir haben dann eine parlamentarische Anfrage gestellt und herausgefunden, dass die WBM in diesen Hof einen neuen Wohnblock bauen möchte, aber dass das baurechtlich gar nicht geht, weil wir hier in einem besonderen Erhaltungsgebiet sind. Und deswegen sind die Nachverdichtungspläne jetzt vorerst vom Tisch. Die Nachbarn hier haben sich natürlich tierisch gefreut. Und ein positiver Nebeneffekt ist, dass die Menschen hier durch die ganze Aufregung enger zusammengerückt sind. Es gibt jetzt eine Gruppe, die neue Beete anlegt und die das neu gestalten will, den kompletten Innenhof. Wir werden die Menschen hier natürlich weiter unterstützen, nicht nur mit der Informationsbeschaffung, weil wir sagen, wir brauchen natürlich neue Wohnungen und Nachverdichtung, aber immer nur gemeinsam mit den Anwohnern, nicht gegen die Anwohner. Und es kann nicht sein, dass die grünen Oasen, so wie wir die hier sehen, komplett vernichtet werden. Wir brauchen solche Rückzugsorte, gerade in diesen Hitzesommern, die wir jetzt erleben. Und dafür stehen wir als Linke.